Hallo, herzlich willkommen zum Talk mit XJS in die Zukunft. Ich bin Henning, ich bin Software Developer bei Eddy und ich zeige heute anhand der edk.de einmal unseren Weg in die Zukunft zu einer Jamstack-Architektur mit Next.js. Und bevor wir einsteigen in die Materie, noch ganz kurze Vorstellung. Eddy, das ist die Edeka Digital. Die beschäftigt ca. 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt 11.000 Märkte in ganz Deutschland verteilt. Die wollen alle irgendwie mit IT-Systemen versorgt werden. Das sind zum Teil natürlich Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme, aber auch Webanwendungen und Cloud-Lösungen. Und insgesamt kommen wir so auf 90 Millionen Terabyte an Daten, die wir täglich über die Systeme verarbeiten. Und ich bin mit meinem Team jetzt für die Webseite edk.de mitverantwortlich. Wir entwickeln nicht nur die Frontend-Anwendung, sondern auch CMS-Module mit Java, Serverless Functions mit TypeScript, Microservices mit Spring Boot. Wir ziehen unsere Infrastruktur selber auf. Wir bauen unsere CI/CD-Pipelines selber. Und genau, jetzt noch ein paar Zahlen zur Webseite selber, damit man mal eine Dimension erfährt, worum es geht. Die Webseite hat ungefähr 1500 Requests in der Minute an Aufrufen, so über den Tag verteilt, von 8 bis 22 Uhr. Wir haben zwei für Spirit-Projekte, aus denen wir unsere Seiten generieren. Das ist einmal das EH-Projekt, was die Einzelhändlerseiten betrifft. Das sind, jeder Markt, der auf der Webseite ist, der hat so einen kleinen Marktauftritt. Da gibt es eine Marktseite und eine Angebotsseite. Und dann gibt es auch noch den B2C-Bereich. Das ist so alles rund about Ernährung, Lebensmittel, Lifestyle. Das betrifft ungefähr so 10.000 Seiten. Und wir haben 190 UI-Komponenten in unserer UI-Bibliothek. Hier nochmal ein kleiner Überblick über die Services, die wir brauchen, um die edk.de zu befüllen mit Daten. Da ist einmal der Offer-Service und der Marktservice sehr relevant für Angebotsdaten und Marktdaten. Aber auch hier der Rezeptbereich und der Produktbereich machen einen ganz großen Bereich auf der Webseite aus. Jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, nämlich unserer Migrationspfad. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, wo kommen wir überhaupt her. Wir kommen hier von so einer ganz klassischen Webarchitektur eigentlich. Wir haben ein Content-Management-System und einen Webserver. Die sind beim externen Dienstleister gehostet. Und bei dem Content-Management-System handelt es sich um FirstSpirit. Das ist ein Enterprise-Java-basiertes Content-Management-System. Das kann man durch Module aufbauen, so dass man dann auch mit externen Services kommunizieren kann, sich Daten holen kann. Und zur Generierungszeit generieren wir dann JSP-Seiten und ein WAR-File und deployen das auf dem Webserver. Das ist in diesem Fall ein Apache Tomcat, der wiederum spricht zur Laufzeit dann auch wieder mit den Microservices und holt noch Session-abhängig ein paar Daten und holt sich dann auch die Frontend-Assets, die liegen hier also in einem S3-Bucket in AWS in der Cloud, die wiederum sich aus einem Frontend-Style-Guide generieren, der bei uns im Bitbucket liegt und über Jenkins dann in den Bucket deployed werden. Dann haben wir noch ein CDN davor geschaltet mit Atkamai, sodass die Seiten dann über das CDN ausgespielt werden. Ja, jetzt können wir mal eine kleine Umfrage machen. Gibt es hier noch Leute, die mit einer ähnlichen Infrastruktur noch unterwegs sind? Ja. Gut, nicht mehr so viele, das ist ja schön. Bei uns ist jetzt auch etwas in die Jahre gekommen. Wir haben so ein paar Baustellen an der einen oder anderen Stelle. Die paar behebt man, ein paar bleiben liegen und mit der Zeit sammelt sich da natürlich ein bisschen was an. Wir haben unseren Style Guide, der ist von einer externen Agentur ursprünglich mal entwickelt worden, wurde an uns übergeben, sodass wir die Entwicklung mittlerweile in-house machen. Aber ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Keiner kennt sich richtig im Detail mit dem Projekt aus. Ist so JavaScript aus dem letzten Jahrzehnt, könnte man sagen. Und unser FirstSpirit ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist jetzt mittlerweile schon so alt, dass man es nicht mehr updaten kann ohne großen Aufwand. Und die JSP-Seiten, das ist jetzt auch nicht mehr die neueste Technologie, wenn man ehrlich ist, auch nicht so performant, wie man sich das von einer modernen Webseite eigentlich vorstellen würde. Unsere Webanwendung selber, die hat auch so ein paar Sicherheitslücken, ein paar kritische auch. Spätestens mit der Log4j-Thematik am Anfang des Jahres hätten wir eigentlich unsere ganze Formular-Sachen umbauen müssen. Von daher wird es Zeit, da mal was Neues zu machen. Und genau, wie gesagt, kann man überall nochmal so ein Pflaster drauflegen, um das irgendwie am Leben zu erhalten. Aber am Ende kommen wir in so einen Zustand, die Entwickler sind irgendwie frustriert bei der Entwicklung, haben keinen Spaß mehr. Die Endkunden warten auf ihre Webseite, die lange lädt, und der Fachbereich wartet auf seine Features, die nicht entwickelt werden können, weil irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen
getroffen werden müssen. Genau, dann haben wir überlegt, wir brauchen irgendwas Neues, wir brauchen irgendwas Performanteres, wir brauchen irgendwas, was nicht so wartungsintensiv ist, wir brauchen irgendwas, was nicht so viele Sicherheitslücken aufweist und kommen dann irgendwie zu Jamstack. Ja, jetzt die Gegenfrage, wer ist hier schon mit Jamstack irgendwie unterwegs? Gibt es da ein paar? Ja, schon ein paar. Okay, sehr gut. Damit ich jetzt nicht alle verliere, nochmal ganz kurzer Einblick. Was ist Jamstack überhaupt? Das steht für JavaScript API Markup. Ein Satz, der das ganz gut beschreibt. Ist jetzt nicht von mir, aber ich finde den sehr einprägsam. Pre-baked Markup enhanced with JavaScript talking to APIs. Also wir generieren irgendwie HTML Markup vor und reichern das noch mit JavaScript an, dass wir somit über APIs Daten beziehen können und diese Daten dann auf der Seite rendern können. Warum machen wir das? Natürlich in erster Linie, um unsere Seite eine bessere Performance zu erzielen. Und genau, dann hat man automatisch auch bessere Kennzahlen für die Seite, wie zum Beispiel Time to First Content für Paint. Was wiederum dazu führt, dass wir bessere Lighthouse-Scores erfahren und auch ein besseres Suchmaschinen-Ranking erzielen. Dadurch wiederum kriegen wir mehr Besucher auf die Seite. Bestenfalls bleiben die auch länger auf der Seite, weil sie irgendwie Spaß haben, damit zu interagieren. Genau, wir haben zum Beispiel auch keinen Webserver mehr, den wir betreiben müssen. Und je nachdem, welches Framework man einsetzt, bringt dieses natürlich auch einige Built-in-Features mit. Next.js hat zum Beispiel eine eigene Image-Komponente, die für die optimierte Bildausspielung zuständig ist. Bringt ein Prefetching mit sich, sodass man, wenn man über so einen Link hovert, Daten direkt vorgeladen werden. Und wenn ich raufklicke, ist die Seite sofort da. Genau, jetzt wissen wir, wo wir ungefähr hin wollen. Jetzt müssen wir mal gucken, was müssen wir dafür überhaupt alles machen. Wir brauchen einmal eine neue UI-Bibliothek. Da haben wir mit React Storybook eine Bibliothek aufgebaut. Wir brauchen unsere React-Komponenten selber natürlich und müssen die irgendwo hin deployen. Bei uns läuft das mittlerweile alles in Azure. Genau, wir haben hier mit Azure DevOps eine Pipeline, die unsere React-Komponenten in die Cloud deployt. Das ist ein Docker-Image, der in Azure in einem App-Service läuft. Und wir brauchen natürlich irgendwie ein Headless CMS, das uns per API die Daten aus dem CMS zur Verfügung stellt. Ja, und tada, unsere neue schöne Welt ist irgendwie fertig. Genau, jetzt wissen wir A, wo wir herkommen, B, wo wir hinwollen und jetzt brauchen wir irgendwie noch einen Weg von A nach B. Wenn man jetzt nicht mit der neuen grünen Wiese anfangen kann, dann kommt man relativ schnell zu dem Big Bang-Szenario, wie wir es nennen. Das kommt der grünen Wiese am nächsten, würde ich mal sagen. Man baut also eine neue grüne Wiese neben seiner vorhandenen auf, schließt sich irgendwie ein, führt die Migration durch und irgendwann, wenn man fertig ist, legt man einen Schalter um und von Zeitpunkt X an wird der gesamte Traffic nun auf den neuen Origin geleitet. Damit das funktioniert, brauchen wir irgendwie eine Datenspiegelung vom Altsystem ins neue System, weil ansonsten ist man irgendwann mit der Migration fertig und hat einen alten Datenstand. Das bringt uns ja auch nicht so viel. Deswegen muss man irgendwie die Daten spiegeln. Das kann man jetzt eventgetrieben machen oder schedulen, wie man will. Bei uns war das leider technisch nicht möglich, weil die FitzSpirit-Version, die alte, und das neue FitzSpirit-Cars einfach so weit auseinander liegen, dass die inkompatibel miteinander sind. Genau, deswegen mussten wir uns hier irgendwie von verabschieden und haben noch kurz überlegt, ja, können wir ja den Redakteuren sagen, dass sie mal kurz parallel in beiden Systemen fliegen sollen. Ja, aber das geht natürlich nur über einen temporären Zeitraum und bei uns ist dieser Zeitachse einfach zu groß. Wir haben Agenturen, die darauf arbeiten, wir haben ein nationales Marketing, wir haben Regionalgesellschaften, also auch eine Vielzahl an Redakteuren und ja, ist dann leider auch nicht möglich gewesen. Und dann haben wir weiter überlegt und sind dann dazu übergegangen, eine schleichende Migration durchzuführen. Auch da muss man einmal eine neue Umgebung natürlich irgendwie aufziehen. Und dann muss man aber dafür sorgen, dass man von der neuen Umgebung die alten Webserver befüllt. Also braucht man irgendwie eine Pipeline, die die JSP-Seiten aus dem neuen System generiert und auf die alten Webserver deployt. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man schon mal die alten Content-Management-Systeme abschalten. Und dann kann man hingehen und einzelne Seitenbereiche migrieren. Und wenn man dann fertig ist, immer sukzessiv einen Seitenbereich nach dem anderen auf einen neuen Origin umstellen. Genau, damit das funktioniert, braucht man natürlich irgendwie die Möglichkeit, fahrtabhängig zum Beispiel unterschiedliche Origins anzusteuern.
Und das ist uns zugute gekommen, dass wir mit Akamai schon ein CDN im Einsatz haben. Und da kann man es zum Beispiel relativ einfach einstellen, welcher Pfad über welchen Origin ausgespielt werden soll. Genau, und zusätzlich hat man noch die Möglichkeit, wenn man jetzt im Live-Betrieb merkt, irgendwas performt nicht so, wie es soll, oder wir haben noch irgendwelche Application-Errors, die im lokalen Betrieb oder im Testbetrieb nicht aufgetreten sind, kann man über dieses CDN dann auch relativ schnell und einfach zurückswitchen und wieder den alten Origin ansteuern. Und dann kann man die Fehler beheben und dann später wieder zurückstellen. Genau, also haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und um das zu machen, muss man natürlich irgendwie Seitenbereiche identifizieren, die man dann sukzessive migrieren möchte. Dafür haben wir unsere Webseite einmal nach Fachlichkeiten aufgesplittet. Wenn wir mal einen Blick auf die Webseite werfen, dann sieht man anhand der Navigationsstruktur schon relativ gut, dass man da so Sachen identifizieren kann. Wir haben zum Beispiel einen Ernährungsbereich, das sind einfache Content-Seiten, die sich aus dem CMS befüllen. Dann haben wir den Rezeptebereich, da liegt der Recipe-Service hinter. Dann haben wir noch die EH-Seiten, das sind die Seiten, die aus dem EH-Projekt generiert werden, die aber auch relativ dynamisch Daten aus dem Marktservice und aus dem Offer-Service darstellen. Wir haben zum Beispiel einen Eigenmarkenbereich mit Produktdaten aus dem Produktservice mit einer integrierten Suche. Es gibt noch einen Gewinnspielservice, aus dem sich Gewinnspiele rausgenerieren. Wir haben eine Marktsuche, wo eine Elasticsearch hinterklemmt. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch die Homepage selber als eigenes Modul identifiziert. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir regionale Startseiten haben. Das heißt, die spielen regionalisierten Content aus und auch userabhängig, je nachdem, ob ich hier einen Lieblingsmarkt habe, auch noch sessionabhängige Daten. Genau, wenn wir das jetzt so aufgesplittet haben, müssen wir überlegen, wie bilden wir das technisch ab. Dazu haben wir für jedes dieser eigenen Fachlichkeiten ein eigenes kleines Produkt oder Projekt erzeugt. Und diese kleinen Projekte bündeln wir in einem Monorepo zusammen. Monorepo sagt wahrscheinlich auch den meisten schon mal etwas. Hier nochmal kurz angerissen. Also wir haben im Root einfach so ein bisschen Basiskonfiguration und Markdown-Files irgendwie für Coding-Styles oder die README. Dann haben wir so ein Apps-Verzeichnis, in dem unsere Packages drin liegen. Und die Packages selber haben dann spezielle Komponenten, Typings und Utility-Methoden. Warum machen wir das oder welchen Vorteil bringt das? Wir haben einmal eine übersichtliche Projektstruktur und wir haben eine strikte Trennung von den Modulen. Über ESLint-Regeln haben wir das dann so geregelt, dass man von dem einen Modul nichts in das andere importieren kann. Und so können dann auch unterschiedliche Teams, unterschiedliche Module ganz autark voneinander entwickeln. Und wenn man doch mal irgendwas sharen will, dann gibt es noch ein Commons-Modul. Und dann kann man das auch so einrichten, dass wenn jetzt am Modul A was geändert werden muss, dann muss auch Team A diesen PR genehmigen, zum Beispiel. Genau, hier sieht man einmal, wie so ein Modul aufgebaut ist. Also die haben alle so ein bisschen eigene Konfiguration auch. Ansonsten hat jedes Modul ein SSR-File, was für das serverseitige Datenbezug und die Datentransformation zuständig ist. Wir haben jeweils einen Index-File, in dem das Mapping der Templates stattfindet. Und wir haben so einen Source-Ordner, in dem die Templates selber dann drin enthalten sind. Wenn wir jetzt mal einen Blick aufs Homepage-Modul zum Beispiel werfen, dann sehen wir, dass hier die Templates, die in dem Homepage-Modul gerendert werden können. Es gibt also nur ein Seitentemplate für die Homepage, die ist PT-REST-Homepage. Und es gibt verschiedene Sections, die auf der Homepage dargestellt werden können. Zum Beispiel die Hero-Stage, die Magazin-Teaser-Wall oder so ein Warenrückruf-Modul. Genau, jetzt hatte ich schon gesagt, zwischen den Modulen selber kann man eigentlich nichts importieren. Dafür gibt es dann so ein Commons-Modul. In dem Commons-Modul sind dann Funktionalitäten enthalten, die man einfach teilt über die verschiedenen Module hinaus, wie zum Beispiel Hooks, Kontexte, Services, aber auch eigene Komponenten, irgendwie so eine Link-Komponente oder auch verschiedene Teaser, die auf unterschiedlichen Modulen dann dargestellt werden müssen.
Und dann haben wir noch unser eigentliches Apps-Modul, das ist der Haupteinstiegspunkt in unsere Anwendung selber. Die enthält so den Pages-Folder. Das ist dann eigentlich Next.js für das Routing zuständig. Da ist im Grunde genommen bei uns jetzt auch nur die Slug TSX von Bedeutung. 404-Page und Error-Page sind selbsterklärend. Der App-Page ist noch der zentrale Seitenrahmen definiert. Genau, und um das mit dieser Slug TSX einmal zu erklären, hatten jetzt, weiß gar nicht, haben ja alle Next-affin. Ein paar. Genau, ich erkläre das einfach nochmal. Also in Next gibt es diesen Pages-Folder und alles, was in diesem Pages-Folder ist, wird von Next irgendwie eine Route für generiert. Wenn wir jetzt also so eine Verzeichnisstruktur aufbauen mit Ernährung, Ernährungsform, vegan, vegetarisch Übersicht, dann würde man genau über diesen Pfad eine Seite aufrufen können und es würde genau die Komponenten gerendert werden, die hier in dieser Datei irgendwie definiert sind. Das kann natürlich relativ schnell unübersichtlich werden. Wenn wir jetzt so 10.000 Seiten haben, kann man ja nicht für 10.000 Seiten irgendwie diesen Pfad abbilden. Deswegen gibt es noch die Möglichkeit zum Dynamic Routing in Next.js. Da muss man, kann man eine Datei anlegen und muss die mit so eckigen Klammern annotieren. Das würde dazu führen, dass alles, was direkt unter diesem Pfad liegt, von dieser einen Datei gerendert werden würde. Also zum Beispiel jetzt da Rezepte Grünkohl oder Rezepte Spaghetti Bolognese würden über diese Datei abgefangen werden. Rezepte Lasagne Hackfleisch allerdings nicht, weil da ist ja noch dieser Unterordner drin. Ne? Der würde dann also nicht direkt damit matchen. Um das zu erzielen, gibt es so noch eine Catch-All-Routing. Da muss man die Datei noch zusätzlich zu den eckigen Klammern auch mit so drei Punkten annotieren. Genau, wenn man das macht, dann würde alles, was in dem Verzeichnis und darunter liegend wäre, von dieser einen Datei gecatcht werden. Also in diesem Fall halt alles, was wir hier rechts sehen. Alles, was direkt unter Gewinnspiele liegt, aber auch alles, was noch weiter verschachtelt darunter liegt. Ja, jetzt haben wir unsere, wissen wir, mit welcher Seite wir die, oder mit welchem Template wir die Seiten rendern. Jetzt brauchen wir irgendwie noch Daten, um unsere Seite zu rendern. Dafür gibt es in Next.js einmal das Server-Side-Rendering und das Static-Side-Generation. Und je nachdem, was für eine Methode man in seiner Datei exportiert, wird das eine oder das andere ausgeführt. Also wenn ich hier Get-Server-Side-Props exportiere, dann wird das Server-Side-Rendering ausgeführt. Und wenn ich Get-Static-Props exportiere, dann wird Static-Side-Generation ausgeführt. Genau, der Unterschied, hier wird das Request zur Request-Zeit ausgeführt und bei dem anderen wird die Seite zur Bildzeit irgendwie vorgeneriert. Beide Methoden liefern aber irgendwie Props zurück, die wir an unsere Seite übergeben und die dann von der Seite gerendert werden. Wenn man sich jetzt entscheiden will, brauche ich das eine oder das andere, kann man sich eigentlich die Frage stellen, müssen die Daten zur Request-Zeit geholt werden? Das wären zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Autorisierungsheader validieren müssen. Oder muss ich die Seite vorgenerieren? Sind die Seiten SEO-relevant? Brauche ich eine schnelle Auslieferungszeit? Dann nimmt man das Static Props. Genau, jetzt wissen wir, wie das alles funktioniert. Jetzt würde ich noch einmal kurz zeigen, wie wir das bei uns im Projekt dann genau aussieht. In der Hoffnung, dass das jetzt einwandfrei funktioniert. Sehr gut, kann man das lesen? Ja. Ja. Okay, genau, wir haben hier unser Apps-Modul, in dem das Pages-Verzeichnis liegt und da drin haben wir jetzt, wie gesagt, nur unsere Slug und unsere App-Page-TSX. In der App-Page wird jetzt der zentrale Seitenrahmen einmal definiert, da ist jetzt also nur so ein bisschen JSX-Code drin, zum Beispiel für den Head, was hier auch so eine Next Built-In-Komponente ist. Ansonsten haben wir hier einen Provider, die noch zum Beispiel den Consent vom User zurückliefern und dann rendern wir einfach nur eine Komponente, was halt unsere Seite ist. Genau, dann haben wir hier im Pages-Verzeichnis auf erster Ebene eine Slug-Page-TSX, das heißt alles, was, also jeder Seitenaufruf wird eigentlich durch diese Seite nachher irgendwie durchgeschleust und innerhalb
dieser Datei wird so eine GetStaticParse-Methode aufgerufen, was auch von Next intern ist, die wir dann noch durch die Modulinitialisierung anreichern. Wenn wir da mal reingucken, wird hier so eine Module Collection erstellt mit allen unseren Modulen, die wir definiert haben. Und innerhalb der Module Collection werden jetzt auch nochmal verschiedene Methoden durchgeführt. Interessant wäre an der Stelle wahrscheinlich am ehesten hier das GetStaticProps, um die Daten zu holen. Das iteriert also über alle Module einmal rüber und ruft für jedes Modul die Methode CanGetStaticProps auf, die dann ermittelt, ob dieses Modul überhaupt eine Seite rendern kann oder nicht. Wir können uns das mal anhand des Products-Modul anschauen. Hier oben wird die GetStaticProps-Methode deklariert. In Next gibt es immer diesen Kontext, aus dem können wir uns den Slug rausholen. Mit dem Slug definieren wir uns den Pfad und den Pfad validieren wir über so eine Regex, ob es ein entsprechendes Muster entsteht. In diesem Fall wäre das Product Routes Prefix, also alles, was hier unter unsere Marken Produkte liegt und darunter, würde von dem Products-Modul gerendert werden können. Wenn die jetzt True zurückgibt, dann ruft die Methode noch von dem Modul die GetStaticProps-Methode auf und holt dann darüber die Daten. In diesem Fall wäre das einfach GetStaticProps-Product-Detail, die hier unten deklariert ist. Wir übergeben wieder den Kontext, holen uns die Slug. Aus der Slug holen wir uns Informationen raus. In diesem Fall wäre das die Product-GTIN. Wenn wir die Product-GTIN haben, dann rufen wir GetProductByGTIN auf, was wiederum dann unseren Product-Service anfragt mit der GTIN und bestenfalls irgendwie ein Produkt zurückliefert. Wenn wir jetzt unser Produkt haben, dann können wir noch weitere Daten dazu abholen oder abfragen. Zum Beispiel hat das Produkt irgendwie ein Bioseed-Label. Dann bauen wir uns hier die Breadcrumb für die Seite zusammen. Gucken noch, ob es für das Produkt irgendwie eine Bedienungsanleitung gibt. Holen uns noch so ein paar globale Inhalte aus dem Content-Management-System raus. Lösen ein paar Links auf, ein paar Texte, damit wir die richtig darstellen können. Und am Ende stellen wir uns so ein Product-Template-Props-Objekt zusammen mit den ganzen Daten, die wir haben. Übergeben hier das den Produktnamen als Page-Heading, das Produkt-Image als Intro-Image und je nachdem, welche Eigenschaften das Produkt hat, noch weitere Objekteigenschaften wie Category, Ingredients, Nutritions und. Und wenn wir das alles beisammen haben, übergeben wir das in den Props an die Seite zurück. Dann können wir hier sehen, das Products-Modul kann eigentlich auch nur die Template-Product-Detail darstellen. Und da drin ist jetzt der eigentliche JSX-Code, um die Seite zu rendern. Hier stellen wir uns noch ein Akkordeon zusammen. Je nachdem, ob es hier jetzt irgendwie Nutritions oder Ingredients an dem Produkt gibt, gibt es ein Akkordeon mit mehr oder weniger Items. Und dann wird am Ende die Seite gerendert. Genau, hier haben wir so ein Grid-System. Hier sehen wir wieder unser Intro-Image wird übergeben an die Content-Image-Komponente. Und dann haben wir ein weiteres Grid-Item, wo wir die ganzen Produktinformationen darstellen. Hier haben wir wieder Page-Heading, wird hier als Heading übergeben. Genau, wenn das dann das Bioseed-Label hat, dann wird hier noch dieser Text ausgegeben. Und so stellen wir dann irgendwie die Seite zusammen. Hier unten werden noch die Links zu den Bedienungsanleitungen zusammengestellt. Und dann werden wir am Ende der Seite noch den globalen Inhalt darstellen, zum Beispiel hier irgendwelche Hinweistexte. Genau, jetzt können wir uns nochmal angucken, wie die Seite dann nun wirklich am Ende aussieht. Das wäre jetzt diese Produktdetailseite, die wir gerade gesehen haben. Hier sehen wir einmal den Pfad, das liegt unter unsere Marken Produkte. Und hier hinten am Ende des Slugs ist einfach die GTIN, die wir uns nachher holen, über die wir dann die Produktdaten abfragen. Und genau, hier haben wir dann die Produktseite mit dem Produktbild, die Produktinformation und so weiter. Hier ist dann so ein Link zu einer Bedienungsanleitung.
Der Staubsauger hat jetzt keine Zutaten oder so, deswegen gibt es da kein Akkordeon. Genau, aber man hier die braunen Linsen zum Beispiel, da gibt es dann irgendwie Nährwertangaben oder eine Zutatenliste. Und jetzt können wir auch nochmal ein Produkt suchen mit einem Biosid-Label. Dann zum Beispiel dieses chlorhaltige WC-Reiniger. Genau, dann wird dieses Biosid-Label dazu irgendwie angezeigt. So, jetzt muss ich wieder switchen. Genau, that's the way we do it. Ist jetzt keine Blaupause für jede Migration. Also man muss immer gucken, was für Anforderungen hat man, was hat man für, wo kommt man her, wo will man hin. Immer viel nachdenken. Ja, und wenn ihr jetzt Bock habt auf solche oder ähnliche Projekte, dann bewerbt euch bei uns. Wir haben auch einen Stand unten. Kommt vorbei, informiert euch und ja, that's all. Danke.